Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute hier aus dem Festsaal gerade haben wir das integrierte räumliche Entwicklungskonzept vorgestellt. Ein Konzept, mit dem wir uns gemeinsam mit 4 umliegenden Gemeinden für eine EFRE-Förderung bewerben. Europäische Fördermittel, die eben gemeindeübergreifende Maßnahmen unterstützen sollen. Vor einem Jahr haben wir unser Interesse bekundet, dann sind wir in die 2. Auswahlstufe gekommen. In den letzten Monaten haben wir in Einzelworkshops in den Gemeinden und gemeindeübergreifend an diesem integrierten räumlichen Entwicklungskonzept gefeilt und gearbeitet. Heute war es soweit, wir haben es der Öffentlichkeit vorgestellt, mit unseren Unterschriften dann auch besiegelt. Also die Workshops waren gut besucht. Es waren viele Scheirer Bürger, die jetzt keine festen Mandatsträger sind, mit anwesend. Also jetzt nicht nur Gemeinderäte, sondern wirklich Bürger aus Scheiern haben teilgenommen, haben ihre Ideen eingebracht und wir haben die dann in den folgenden Workshops weiter verarbeitet und heute in dieses Konzept mit hineinbringen können. Die Workshops liefen aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Es waren ausreichend Bürger da und die Bürger, die da waren, waren hoch engagiert, haben ein richtiges Fachinteresse gehabt, haben sich hervorragend ausgetauscht und waren sehr, sehr fruchtbar. Also wir haben gemeinsam ein Projekt gehabt, wo für alle Kommunen sinnvoll war. Das war die Anbindung an den Stadtbus, dass wir miteinander Mobilität im ländlichen Raum schaffen, in Verbindung mit der Kreisstadt. Das war ein Ziel, wo alle gemeinsam mit angestrebt haben. Ganz ein wichtiges Projekt ist für mich der Radweg zwischen oder die fußläufige Verbindung zwischen Pfaffenhofen und Hettenshausen. Die Verkehrsprobleme hören noch nicht an der Gemeindegrenze auf. Es ist ein wichtiger Weg zu den weiterführenden Schulen in Pfaffenhofen. Unsere Bürger fahren nach Pfaffenhofen zum Einkaufen, die Ärzte, die Behörden sind alle da. Und von daher ist es ein ganz wichtiges Projekt, weg von der Straße, entlang der Ilm, einfach die beiden Gemeinden verbinden. Also ich bin äußerst zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bürgerbeteiligung doch so groß ist, nachdem wir speziell in Rohrbach ja auch lokale Projektgruppen haben. Also für mich war es sehr erfreulich und das, was rausgekommen ist, konnte sich durchaus sehen lassen. Also ich bin mehr als begeistert. Alles, was an Projekten erarbeitet wurde, ist eine tolle Leistung von allen Beteiligten. Und gerade dieses Interkommunale hat ja dann einen Beitrag dazu geleistet, dass man den Blick über den Tellerrand hinaus hat. Und also für uns als Rohrbacher Gemeinde eigentlich ein sehr erfolgreiches Projekt. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass das, was wir erarbeitet haben gemeinsam, dass wir das auch zum Erfolg führen. Aber ich bin da guter Dinge, dass da was draus wird. Ja, jetzt haben wir das Konzept fertig. Hier haben wir unterschrieben, wir schicken es jetzt nach München und dann werden wir gegen Ende des ersten Quartals wohl wissen, ob wir auch zu den Gemeinden gehören, die in den Genuss der Förderung kommen. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, wir haben auf Augenhöhe gemeinsam in vielen Veranstaltungen dieses Konzept entwickelt und Fördergelder hin oder her. Das sind Maßnahmen, die wir die nächsten Jahre gemeinsam umsetzen wollen. Also es bleibt auf jeden Fall was übrig und darum sage ich jetzt mal vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben, die sich hier eingebracht haben. Es ist Gutes entstanden und wir werden daran arbeiten. Verspreche Ihnen in diesem Sinne, macht es gut, auf Wiederschauen und Servus.